Der älteste unabhängige Abfüller Schottlands ist Caddenhead. Ich kann es nicht verifizieren, aber wir wollen uns heute mal ein bisschen damit beschäftigen. Und ausgesucht habe ich mir eine Abfüllung aus der Destillerie Knockdoo. Und was es sonst noch alles diese Woche gab, dann bleibt dran und viel Spaß dabei. Hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei mir beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und ich widme mich heute mal einer Abfüllung aus dem Hause Caddenhead. Ehrlich gesagt war das immer so eine Sache. Bisher habe ich, das ist auch meine erste Caddenhead-Abfüllung, nee, stimmt nicht. Ich habe noch den Blend mal gehabt, Caddenhead Blend, der ja sehr schön war. Aber so diese Originalabfüllungen hatte ich bisher in meinem Regal noch überhaupt nie stehen. Und ja, letztes Jahr gab es ja diese Hiobsbotschaft. Ich schenke jetzt wohl mal ein. Denn es gab ja Caddenhead Shops in Berlin, in Köln. Das waren die zwei in Deutschland, die mir bekannt sind. Es muss noch einen gegeben haben in Wien oder in Salzburg. Und es muss noch einen gegeben haben in Italien, da weiß ich aber jetzt nicht, ob Mailand das war oder so. Jedenfalls gab es in vielen Ländern so einzelne Caddenhead-Shops und dort bevorzugt haben ja die Fans von allen, also hauptsächlich natürlich die Springbank-Fans, also alles, was so aus der Familie Mitchell ist, immer eingekauft und haben gesagt, oh, hast du den besorgt, hast du den? Und da gab es, wie gesagt, auch einen sehr schönen Blend. Naja, jedenfalls haben die ja im letzten Jahr ihre Strategie geändert und haben gesagt, also wir machen keine Caddenhead-Shops mehr. Ihr könnt, werdet natürlich weiterhin beliefert, aber nicht bevorzugt. Das heißt, die Distribution wurde an jemand anders übergeben und in Deutschland macht es dann jetzt HW, also Hanseatischer, weiß ich immer nicht, Hanseatischer Weinkontor, würde ich jetzt sagen, aber kann mich auch. Nee, Hanseatische Weinhandelsgesellschaft, so genau heißen die. Hanseatische Weinhandelsgesellschaft, die eben auch Springbank, Kilcarran, solche Sachen machen, Glenfarclas, was machen sie noch alles? Ach, fällt mir jetzt nicht alles ein, ist ja egal. Wichtig geht es ja heute um diese Geschichte Caddenheads. Und seit neuestens, wie gesagt, über die kann auch der Fachhandel eben diese Caddenhead-Abfüllungen beziehen. Es gab da hier noch einen, ach, habe ich noch im Regal stehen, einen. Ja, Bunner Heaven, also peated, und es gab noch einen, ja, schönen Sherry gereiften. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, was es war. Es war kein Glenlivet, war ein. Ja, es entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Ist ja auch Quatsch, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja, und einer davon war auch dieser Knockdoo. Und Knockdoo ist ja die Destillerie von dem Whisky, den ich eigentlich sehr gerne mag. Der Whisky heißt Anok. Natürlich unabhängig abgefüllt, steht dann wieder Knockdoo drauf. Original ist es dieser Anok. Ja, und das ist ein 10-Jähriger, der in Bourbonfässern und in Fino-Sherry-Fässern gereift ist. Und den möchte ich heute dann auch mal einen kleinen Vergleich unterziehen. Zum Beispiel, ob man was spürt, eine Ähnlichkeit mit dem Anok 12. Ihr seht, ich habe den gerade erst aufgemacht. Und ein junger Whisky muss ja nicht ganz so lange atmen. Das reicht eigentlich jetzt hier, bis ich dann zum Whisky komme. Ja, was gab es denn sonst noch diese Woche, was mich so beschäftigt hat? Das war eine, für mich zu lesen, war es eine lustige Information, aber natürlich für das Haus, für das Auktionshaus war es nicht so lustig. Und zwar hat man einen Mitarbeiter überführt in dem Hause Whisky Auctioneer. Das ist also eine Plattform, wo man also Whisky kaufen kann. Der eine oder andere kennt das ja, macht bei Krüger mit oder bei Whisky Auktion Berlin und solche Sachen, was es in Deutschland gibt. Ich habe auch schon früher, vor Jahren, also in Schottland schon immer mal gekauft. Ob ich jetzt gerade bei Whisky Auctioneer, aber ich kriege jedenfalls eine E-Mail, aber ob ich dort schon mal was gekauft habe, mitgeboten habe ich bestimmt schon mal, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde dieses Haus
um einige Flaschen betrogen im Wert von 51.000 Euro. Und man hat jetzt mittlerweile festgestellt, dass es sogar ein eigener Mitarbeiter war. Und es kam so, wie war das möglich? Es gab also gewisse Sicherheitslücken. Man konnte, und die hat man mittlerweile jetzt geschlossen. Aber der Mitarbeiter, der das gemacht hat, der war natürlich sogar für diese Sicherheitsgeschichten verantwortlich. Der war also der verantwortliche Mitarbeiter und hat dann natürlich gewusst, wie er das vielleicht verheimlichen kann, wie er da an die Flaschen kommt. Dummerweise, durch die polizeilichen Ermittlungen kam dann raus, er hat also die Flaschen immer recht günstig an Familienangehörige abgegeben und hat dort immer behauptet, also durch seinen Arbeitgeber kommt er sehr günstig an manche Flaschen ran. Und die haben die Flaschen dort wieder woanders, in anderen Auktionsplattformen zum Verkauf angeboten und dummerweise auch sogar in dem eigenen Auktionshaus, wo die Flaschen dann entwendet worden sind. Und ja, was mich dann auch noch wundert, aber ich kenne mich mit der Rechtsprechung jetzt nicht hundertprozentig so aus, er hat also quasi das Haus um 51.000 Euro betrogen. Die Strafe sind 300 Sozialstunden oder Sozialarbeit und oder gemeinnützige Arbeit heißt es, also ob das Straßenkehren ist oder solche Sachen, weiß ich nicht, aber das kommt in Großbritannien wahrscheinlich noch öfter vor. Bei uns ist es meistens eine geldliche Geschichte. Du musst dann also quasi bestimmte Summen an, also ich gebe zu, ich habe auch schon mal ein paar Daten, ein paar Sätze zahlen müssen. Und zwar habe ich dann an eine Blindenmission bezahlt. Ne, da wurde mal so ein Straf, also Verkehrsdelikt, wurde mal auch von einem Land ins andere übertragen. Und da hat der Rechtsanwalt hin und her. Und dann war die Strafe irgendwie 500 Euro. Und das musste ich in 10 Raten dann an diese Blindenmission dann zahlen. Ne? Und so wird das eigentlich bei uns, habe ich das sehr oft schon mitbekommen, gemacht. Sozialstunden habe ich jetzt nicht mehr so oft erlebt, gemeinnützige Arbeit. Aber der, wie gesagt, 300 Stunden gemeinnützige Arbeit. Und wer sich dafür interessiert, der sollte mal den Film schauen, The Angel Share. Das ist ja ein schöner Film. Die sind eigentlich auch so ein paar Verurteilte, die müssen auch Sozialstunden machen. Und die haben dann, wie gesagt, bei Bel Blair so ein bisschen was abgezapft und so. Ganz interessant. Und 2.000 Euro. Das heißt, er muss also dem Arbeitgeber nicht die komplette Summe ersetzen. Ne, ist das Gerichtsurteil, sondern 2.000 Pfund natürlich. Und damit ist es dann erledigt. Ne? Also hat er ja doch einen gewissen Gewinn gemacht. Ne? Aber der Hintergrund ist, warum hat er das gemacht? Er musste also Finanzlücken schließen. Das war eigentlich die Spielsucht. Ne? Steht nicht weiter beschrieben, was es für Spielsucht war, ob er irgendwie so an diesen Automaten war, ob er online irgendwie gezockt hat, irgendwelche Sachen oder Pferdewetten, Fußballwetten, alles was es möglich ist, das weiß ich natürlich nicht, aber ja, jedenfalls kann es mal passieren. Deswegen passt auf bei den Auktionshäusern, dass eure Flaschen auch wirklich dort ankommen und auch versteigert werden und ihr das Geld auch bekommt. Das ist ja doch immer interessant. Bei Krüger gibt es ja wirklich schöne Sachen. Und wie gesagt, schöne Grüße hier an Stefan Lehner, der ja auch sehr, sehr oft dort einkauft. Ja, dann die nächste Nachricht, die verwundert eigentlich nicht. Japanischer Whisky, die Nachfrage ist ziemlich gesunken. War ja in der Vergangenheit so, dass auch dort viel gebraucht wurde. Das heißt, es gibt also mehr Produktion, mehr Kapazitäten. Das heißt, man kann also den Markt besser beliefern. Und jetzt stagniert die Nachfrage so oder geht sogar ein bisschen runter. Das heißt also, das ist wieder, es normalisiert sich am Markt, meiner Meinung nach. Und manche Flaschen, die also sonst immer relativ schnell weg waren, eben Hauptmarkt ist auch Amerika, sind jetzt länger verfügbar. Und das stellen wir ja überall fest. Also deswegen wundert mich das jetzt nicht. Tja, aber es ist trotzdem interessant, dass es also weltweit so ist. Das ist eigentlich der Punkt, warum ich das erwähne, sondern nicht speziell wegen den Japanern oder irgendwelche Schadensfreunde, sondern es ist halt so, dass aktuell die Nachfrage mal ein bisschen zurückgeht. Was jetzt genau der Grund ist, muss ich mich mal noch mal ein bisschen mit drum kümmern, aber ja, es ist halt so festzustellen. Und dann gibt es noch eine Änderung, eine Destillerie, die ich dieses Jahr wieder mal besucht habe, Destillerie Talisker. Und bei Talisker ist es so, Diageo hat jetzt ein neues Konzept eingereicht beim
beim regionalen Council oder ich weiß gar nicht, wie das, also bei der Regionalverwaltung, die haben also vor, das ganze Gebiet, die ganze Area, das Gelände, also um die Destillerie Talisker zu verändern. Und es ist auch absolut nötig. Wir sind also dieses Jahr dahin gefahren, das ist mir, da war so viel Betrieb und es war mir vorher noch nie so aufgefallen, dass die Straßen wirklich absolut schmal sind, wirklich Single Tracks Roads, die du auf der Insel Isle of Skye hast. Und immerzu, wenn was entgegen war, kam, du musstest immerzu anhalten. Das war also wirklich ein stockender Verkehr dorthin, total viel los. Das Visitor-Center war auch ziemlich voll. Das haben sie auch neu gemacht, also seitdem ich das letzte Mal dort war. Und in der Distillerie waren wir diesmal nicht. Führungen werden natürlich durchgeführt. Man kann auch, gibt auch eine Bar. Jedenfalls wollen sie da einiges ändern. Und man möchte also alles Mögliche ändern. Neue, wie heißt denn, Stromleitungen, neue Wasserversorgung, neue Straßen möchte man bauen. Deswegen erzähle ich das mit der Straße. Und man möchte eine neue Destillerie bauen und danach die alte abreißen. Das heißt, wer also die alte Destillerie Talisker mal noch sehen möchte, so wie sie nach dem Brand 1963, so grob war das, wieder aufgebaut wurde, der sollte also in den nächsten 2, 3 Jahren vielleicht mal die Destillerie besuchen, dass er mal die alte Destillerie noch sieht. Es wird sich dort einiges ändern. Natürlich muss da erst mit den Anwohnern gesprochen werden und die überzeugt werden, dass es also auch klappt. Wie gesagt, ich habe auch noch bei einer anderen Destillerie gelesen, die können jetzt bauen. Ach, Jura war das. Jura, Isle of Jura Distillery. Die haben jetzt auch die Genehmigung gekriegt, dass sie eben ihr Visitor Center bauen können. Da gab es einen Nachbarn, der hat vor Gericht geklagt, dass es also dann zu laut wird und was ich was alles. Aber wer schon mal auf Jura war, also das ist wirklich, wie sagt man, sagt sich Fuchs und Hase, gute Nacht. Gut, Füchse haben sie dort nicht. Dort haben sie sehr viel Rotwild. Also es ist sehr, sehr abgelegen, weil du musst erst auf Islay fahren und von Islay fährst du rüber nach Jura. Und es gibt auch viele Touristen, die eben von Islay gar nicht rüber nach Jura fahren. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so laut wird auf Jura, ne? Jedenfalls gab es einen Nachbarn, der geklagt hat und hat vor Gericht verloren. Das heißt, die dürfen also nicht die Destillerie umbauen. Es geht nur um eine Erweiterung oder um Neubau von Visitor Center, ne? Das wird also bei Isle of Jura gemacht. Und dann noch eine interessante Nachricht, und da sind wir mit den Nachrichten eigentlich durch, aber es ist wirklich geballt diese Woche. John Campbell, der ehemalige Destillerie-Manager, langjährige Destillerie-Manager, habe ich erst letzte Woche gesagt, dass also der neue heißt ja auch Campbell, ich glaube Gregor Campbell, oder ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, der jetzt der neue Destillerie-Manager bei Laphroaig ist und ehemaliger Manager John Campbell ist ja zu Lochlea Distillery gegangen. Damals mit der Begründung, er möchte also wieder aufs Festland zur Familie, näher bei der Familie. Nun weiß ich nicht, was ich von diesen Gründen, die eben vor 3 Jahren aufgeführt worden sind, halten soll, weil jetzt geht er nach Amerika. Ich weiß auch nicht, ob die ganze Familie mitgeht oder so, aber jedenfalls diese Nachricht verwundert einen dann schon, wenn man die alten Begründungen hört. Nun weißt du halt nicht, ob das wirklich ein spontaner Entschluss war oder ob das dann schon länger geplant war und nur eine Zwischenstation eingelegt wurde. Es entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich finde es einfach, ich wollte es euch mitteilen, John Campbell geht nach Amerika. Die Destillerie ist mir jetzt nicht bekannt, habe ich mir jedenfalls nicht gemerkt, hätte ich lesen müssen, aber ja, kann ich vielleicht nochmal irgendwann später erwähnen. Jetzt kommen wir zum Caddenhead. Caddenhead ist, so liest man immer, der älteste unabhängige Abfüller Schottlands, gegründet. Das steht jetzt hier nicht drauf. Oder steht es hier hinten drauf? Nee, auch nicht. 1846, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht. 1842. Genau. Und seit 1972, dann im Hause der Familie Mitchell, die ja auch Eigentümer sind von Springbank und von Glen Gyle Distillery, ne, also von der Kilcarran Whisky.
unter diesem Dach beheimatet. Und ich weiß es nicht, ob die früher schon großartig berühmt waren. Ich kenne keine alten Abfüllungen. Könnt ihr mir vielleicht mal reinschreiben, wenn ihr das kennt? Ich habe es jetzt auch nicht verifiziert. Wenn die reinschreiben, das ist der älteste unabhängige Abfüller, dann würde es schon stimmen. Ich weiß es aber wirklich nicht hundertprozentig, wann zum Beispiel Gordon MacPhail gegründet worden ist oder so. Ich sage das einfach nur mal jetzt so als Information. Müsste ich mal genauer nachfragen oder mich genauer mit belesen. Und die Geschichte, warum ich diesen Whisky jetzt endlich mal bei mir im Regal habe, habe ich ja vorher erzählt. Es gibt also keine bevorzugte Belieferung mehr an die ehemaligen Cadenhead-Shops. Waren ja sehr begehrte Abfüllungen, gibt ja also viele Fans von denen. Denn die schreiben sich auf die Fahnen, sie wollen die Whiskys nicht zu sehr verändern, ne, sondern immer so reifen lassen, dass also der Destillerie-Charakter weiterhin erhalten bleibt. Das heißt also nicht zu starke Sherry-Finishes drauf bügeln, wie man es vielleicht von dem einen oder anderen Abfüller kennt, wo man dann sagt, ja, das ist zwar schön, das ist ein sherry-gereifter Whisky, aber welche Destille dahinter steckt, ist nicht erkennbar und dann somit eigentlich auch austauschbar. Ne? Die wollen das also nicht so machen. Und berühmt sind ja auch die Cadenhead Warehouse Tastings, jedenfalls war es das früher mal so, als ich das erste Mal auf der Halbinsel Kintyre war. Da habe ich ja auch bei diesem Tasting mitgemacht und das fing so ein bisschen verhalten an, weil der Mitarbeiter irgendwie schon die Nase voll hatte. Das war Freitag Nachmittag. Und dann kam aber der damalige Chef, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, und der war schon so richtig aufgedreht und hat gesagt, was habt ihr denn alles so im Glas? Ne? Und komm, wir machen mal noch ein anständiges Fass auf. Da haben wir irgendeinen 27-Jährigen noch getrunken und noch irgendeinen anderen alten und dann auch einen Rum. Ne? Also die machen ja nicht nur Whisky-Abfüllungen, sondern die machen eben auch Rum und Gin und Cognac und solche Sachen. Und sind damit eben groß geworden, berühmt geworden. Und jedenfalls haben sie auch einen sehr guten Blend. Den habe ich also vor Jahren schon mal gehabt. Das ist wirklich ein Genuss. Und hier dieser Nocdu ist 10 Jahre gereift, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, das schreiben sich natürlich drauf und steht, glaube ich, auch manchmal in den News immer drin, never chill filtered. Also die niemals machen die sowas. Und dieser hier hat also Fässer 50% seit 2020 in Fino-Sherry-Fässern und 50% in Bourbon-Fässern. Und die wurden miteinander vermählt, sodass man dann hier einen 10-jährigen Nocdu mit Bourbon- und Fino-Sherry-Aromen finden kann. Fino ist ein, deswegen habe ich den auch hier stehen, wollte ich einfach nochmal zeigen, oder konnte ich mal kurz mal einschenken. Mal probieren, was ein Fino Sherry Whisky ist. Muss mal kurz auf die Uhr schauen. Fino wird hergestellt aus der Palomino Traube. Steht auch hier drauf, Palomino Fino. Und ist also ein sehr trockener Sherry, der aber so ein bisschen nussig ist und eine Frische mit sich bringt. Und er soll eigentlich so gut sein, dass er als Aperitif gut geeignet ist, weil er angeblich die Geschmacksknospen öffnet und damit jede Speise, die man danach zu sich nimmt, noch viel intensiver und noch angenehmer zu genießen ist. Ja, also so kann man natürlich Werbung machen. Ja, ist schon wirklich trocken. Aber hat auch eine schöne, ja, eine leichte Mandelnote mit drin und auch eine gewisse Frucht oder eher Kräuter, würde ich jetzt sagen. Kräuter. Eine schöne Frische. Ja, ist was Leichtes, muss ich sagen. Also wirklich was ganz Leichtes. Kein schwerer Sherry, wie wir es uns immer so vorstellen. Ja, also kann ich mir vorstellen, dass man den zu Schinken hier, so Serrano-Schinken und weiß ich was alles, Meeresfrüchte, Steak und solche Sachen. Also, ja, es kann schon sein, dass der zu allem möglich passt. Okay, Käse passt er mit Sicherheit auch. Also das ist, ja.
Ja, Fino wird ja immer so ausgebaut, also da wird ein bisschen aufgesplittet, oder 15%. Und das begünstigt die Bildung dieses Hefeflor. Und da reift dieser Fino Sherry mindestens 3 Jahre. Ne? Und diese Hefeschicht sorgt dafür, dass er eben nicht oxidiert, also nicht mit dem Sauerstoff in Verbindung kommt und deswegen auch diese trockene Würze weiterhin behält. Weil wenn das dann abbricht, dann wäre es ja quasi ein Palo Cortado, das ist also ein abgebrochener Stock, so heißt es ja dann immer. Aber gut, es geht jetzt zu weit in der Weinkunde. Denn wir wollen ja uns diesem Whisky nähern. Tja, und dem Whisky wollen wir ja dann auch noch vergleichen mit dem Original, 12 Jahre, ob man vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit dann spürt. So, aber hier haben wir 46%. Die Flasche kostet 62 Euro, ist UVP. Also für 10 Jahre ist es nicht unbedingt günstig. Das wurde mir auch von verschiedenen Fans von Cadenheads-Abfüllungen gesagt, dass die also jetzt ein bisschen teurer geworden sind, also in der Vergangenheit waren. So, der hat jetzt schon schön geatmet, ist eigentlich. Hat eine schöne Frische, hat wirklich eine gewisse Ähnlichkeit von diesem Fino noch mit drin, der ja auch relativ leicht und frisch war. Für mich hat er so ein bisschen Heu-Aroma. Ja, ein bisschen Orangenschale kann ich mir auch vorstellen. Aber ihr kennt es vielleicht, diese getrockneten Orangenscheiben, die dann auch manchmal als Deko dann verwendet werden. Also nicht mehr ganz so intensiv riechen nach Orange. Und habe ich gestern erst, war ich bei jemandem zu Besuch, dann hat die Frau dann ein Schälchen Datteln hingestellt, das waren frische Datteln. Und weil ich gerade von gestern das in Erinnerung habe, würde ich sagen, so ein leichter Dattelaroma habe ich da. Natürlich könnte auch hier ein bisschen Nuss sein, aber im Moment noch nicht so greifbar. Würde eher sagen, das wäre vielleicht so eine Mandelmasse. Noch keine Süße, vielleicht eine Honigsüße, aber keine Marzipansüße. Aber eben so eine Mandelmasse, also das könnte es sein. Ich habe gerade noch überlegt, Kokosraspeln, aber nee, dafür ist es zu schwach. Eher dann auch wieder ein bisschen Kräuter mit drin. Und jetzt wird es intensiver irgendwie. Es könnte sogar diese Orangenmarmelade so ein bisschen sein, diese Bitterorangenmarmelade, ne? Die eben die Schotten oder die Briten generell so gerne essen. Das wäre hier so eine Sache, die ich mit assoziiere in der Nase. Wollen wir kurz mal riechen, wie ob das Original vielleicht ähnlich ist? Ja, das Original ist nur in Bourbonfässern. Da sind ja keine Fino Sherry mit drin. Merkst du schon einen Unterschied? Das Original ist ein bisschen süßer, ein bisschen. Ja, das ist echt der Unterschied von den Fässern. Aber die Leichtigkeit ist ähnlich, diese frische und so ganz leichte Heunote ist hier auch dabei. Oder irgendwie so ein bisschen leichte Grasigkeit, leichte, ja, auch wieder Orangen so ein bisschen. Aber ob ich die im Blind Tasting, also in der Blindverkostung, ob ich da eine Ähnlichkeit hätte. Oh, die Würze, die hier beim Cadenhead vermutlich durch den Fino Sherry dann aus den Fässern kommt, die tritt jetzt irgendwie, nachdem ich hier dran gerochen habe, an diesen relativ süßlichen, bourbongereiften, deutlich zutage. Also die tritt wirklich deutlich zutage. Absolut würzig und nussig. Jetzt wird er absolut nussig.
Wenn du einen Vergleich hast, also alleine wäre ich vielleicht gar nicht drauf gekommen. Ging mir übrigens die Woche auch schon so. Ich habe die Woche mal wieder bei 12-Jährigen verglichen. Da hatte ich beim Glenmorangie 12 Jahre, den ich, wenn ich den alleine trinke, bin ich gar nicht so begeistert davon. Aber im Vergleich mit den anderen 12-Jährigen war der auf einmal fruchtig, eine gewisse Süße. Und der andere war einfach eher ein bisschen schärfer. Also es ist oftmals interessant, wenn man nicht nur einen Whisky alleine trinkt, sondern mit anderen vergleicht. Aber jetzt wollen wir natürlich auch mal verkosten. Slange. Macht Spaß, den zu trinken. Prickelt jetzt kurz mal auf der Zunge, wenn man Luft holt. Also 46% und 10 Jahre merkst du. Aber war vorher schon am Gaumen. Ziemlich geschmeidig. Cremig ist vielleicht übertrieben, aber geschmeidig auf alle Fälle. Hat auch eine andere Art von Marmelade, irgendwie eine gewisse Süße mit hochgeholt. Was jetzt aber nicht orangenmäßig war, sondern ich komme jetzt wirklich wieder auf die Datteln. Auf frische Datteln. Also ich bin das ja nicht gewohnt. Ich habe das ja gestern erst etwas intensiver. Es war Glück. Also vielleicht merke ich auch deswegen das Aroma hier. Also ich hätte sonst was anderes gesagt. Aber jetzt, wenn ich länger so rede, der erinnert mich an eine. Jetzt kommt auch eine gewisse Süße und er ist wirklich, der Gaumen ist voll ausgefüllt. Jetzt kommt eine gewisse Süße, die mich an was erinnert, die mich, und zwar, es gab von Diensten mal einen Brandy Cask Finish. Das hatte auch so eine schöne Süße. Und Brandy war noch süßer, den ich damals hatte. Also habe ich mal pur probiert. Aber, wie heißt es? Ahornsirup auf diesen Pancake-Dingen. Das ist so eine Assoziation. Dieser Ahornsirup, den habe ich im Geschmack jetzt noch. Also wenn ihr das mögt. Was sagen die Ungarn über die Palatschinken? Als ich in Ungarn war, Palatschinken, ich mich gefreut, denke ich, ja, Schinken esse ich natürlich gern. Ja, na, komm, Eierkuchen an, ne? Aber wenn du da dieses Ahornsirup irgendwas drauf machst, Ahornsirup ist ja auch eine gewisse schöne Würzigkeit, denn der ist hier voll mit drin. Ich bleibe hier beim Ahornsirup. Aber wirklich schön. In der Nase immer wieder noch diese Kräuter, die ich aber im Geschmack eher Richtung Ahornsirup habe. Je länger ich den im Mund habe, desto kräftiger kommt diese Süße jetzt, die eben mit diesem Sirup in Verbindung kommt. Wirklich wahr. Also es war gut, dass er ein paar Minuten gestanden hat. Ich glaube, sonst hätte er mich nicht so begeistert, weil der erste Schluck ist ganz klar, ich habe den vorhin mal aufgemacht und der erste Schluck war nicht ganz so. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich merke ich überhaupt was hier. Aber ist so. Braucht ein bisschen Sauerstoff, ein bisschen Luft. Luft zum Atmen, gib ihm. Er war eingezwängt in dieser Flasche, ne? Vorher 10 Jahre im Fass. Und da muss er sich ja auch hier ein bisschen entfalten. Also wirklich eine schöne Geschichte. Natürlich wäre es schön, wenn das ein bisschen günstiger gewesen wäre als diese 62 Euro. Unter 50 wäre es absolut top. Aber es ist schon, da macht schon Spaß, echt den zu trinken. Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, kennt ihr Abfüllungen von Cadenhead? Wie gesagt, das ist für mich die allererste, die ich jemals geöffnet habe. Ich bin sonst nicht bewandert mit den Abfüllungen von Cadenhead. Und vom Geschmack her wollte man doch mal schnell noch schauen, ob der mit dem Original einigermaßen passt. Naja, doch.
Auch super mild. Also der 12-jährige Anok ist super mild, super cremig. Nur Bourbon-Reifung ist natürlich so, dass du viel mehr diese Gebäckaromen hast und eher noch Vanille. Aber so eine ganz leichte Kräuternote hast du hier mit drin. Ist natürlich preislich ein absoluter Unterschied. Ich weiß gar nicht, der 12-Jährige, was der jetzt kostet. Ich sage jetzt mal um die 35, also ich glaube unter 40. Ja, und hier hast du eben diese Mandelnote mit drin. Und diese Pancake- und Brandy-Geschichte, dieses Süße von. Habe ich definitiv und macht hundertprozentig Spaß. Ja, das war er. Das soll es jetzt mal gewesen sein zum Cadenhead Nock Duo 10 Jahre. Und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dahin, euer André.